Schmeißfliegen sind oft in Häusern und Wohnungen aktiv. Dort legen sie ihre Eier auch an Lebensmitteln ab. Damit werden diese Lebensmittel für den Menschen zu einer Gesundheitsgefahr. Die Schmeißfliege ist ein gefährlicher Hygieneschädling, der Durchfallerkrankungen und Salmonellen verbreiten kann. Im Internet wird man über Schmeißfliegen tendenziell einseitig informiert. Denn unter den Suchergebnissen der ersten Seiten finden sich fast nur Schädlingsbekämpfer, die wenig Erfreuliches über diese Tiere zu sagen haben. Das ist an sich kein Wunder, denn immerhin leben sie davon, sogenannte Schädlinge zu vernichten. Es kann also nicht schaden, nur vermeintliche Nachteile aufzuzählen. Lediglich das Umweltbundesamt ist objektiver. Denn neben der Aufzählung von möglichen Krankheitsübertragungen kommt das Bundesamt zu dem Schluss, dass die Übertragung einer Erkrankung durch Schmeißfliegen in Mitteleuropa derzeit als sehr gering eingeschätzt wird. Im Rahmen erster Gespräche zu diesem Beitrag wird mir schnell klar, dass es vielen Menschen nicht bewusst ist, welche wichtige Funktion die Schmeißfliegen innehaben. Noch schemenhafter scheint die Information über die hochkomplexe Entwicklung vom Ei bis zum erwachsenen Tier zu sein. Bei allem Ekel, den der ein oder andere vor diesen Tieren haben mag, lohnt sich ein beherzter Blick auf das Leben und die Entwicklung der Schmeißfliege. Seit Anbeginn der Menschheit ist das Konservieren von Lebensmitteln ein Thema. Schon unsere Urväter wussten, wie schnell Essbares verderben kann. Speziell tierische Produkte erfuhren als wertvolle Proteinträger besonderes Augenmerk. So ist Trocknen, Salzen und Räuchern auch heute noch ein probates Mittel, den Verfall von Fleisch- und Milchprodukten zu verlangsamen. Doch erst die Erfindung von Kühlschränken führte zu ungeahnten Möglichkeiten, wenn auch leider in den ungebremsten Fleischkonsum und die damit verbundene Massentierhaltung. Ungekühlt wird Fleisch sehr schnell ungenießbar. Und hier kommen die vielen Arten der Schmeißfliegen ins Spiel. Mit vielen anderen Lebewesen konkurrieren sie um jeden noch so kleinen Fleischrest. Denn dieser kann die Kinderstube der Schmeißfliegen sein. Am Experiment mit einem Stück Leber wird schnell klar, in welchem Tempo der unglaubliche Geruchssinn die Fliegen an potenzielle Eiablagestellen führt. Bereits nach 60 Sekunden brummt es in der Nähe. Und noch einmal 45 Sekunden später sind die ersten blauen Schmeißfliegen da. Diese Art wird bei frischtotem Fleisch speziell durch Blut angelockt, weshalb die Leber natürlich einen ganz besonderen Reiz ausübt. Neugierig, wie ich in solchen Dingen nun einmal bin, lege ich in angemessener Entfernung vom Haus eine geöffnete Dose mit Katzenfutter aus. Ich habe die Dose bereits am Vortag geöffnet, sie aber erst einmal in einer verschlossenen Plastiktüte in die Sonne gelegt, um den Zersetzungsprozess vor den Filmaufnahmen etwas zu beschleunigen. In einer alten, stählernen Feuerstelle scheint mir die Dose gut und sicher untergebracht. Durch die Höhe kann auch unser Hund nicht dran,
denn der ist vom Geruch ganz begeistert und würde keine Sekunde zögern, den gammelnden Inhalt der Schale herunterzuschlingen. Immerhin wird hier bereits recht deutlich, mit welch harten Bandagen die Tierwelt um Fressbares konkurriert. Ein in der Natur liegender Kadaver, sei es nun ein Mensch oder ein Tier, ist nichts anderes als Treibstoff für den ewigen Kreislauf des Lebens. Der Schritt zur neuen Generation ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Bereits nach einer halben Stunde haben die blauen Schmeißfliegen hunderte Eier gelegt. Und so geht das bis zum Einbruch der Dunkelheit. Bereits am nächsten Morgen sind die ersten Larven geschlüpft. Die kleinen Maden drängeln sich in die dunkle Ecke, denn sie mögen kein Licht. Ich schließe den Deckel, wenn nicht gefilmt wird. Zum Abend hin brodelt es unter der Oberfläche. Die Larven verschiedener Schmeißfliegen in den unterschiedlichsten Größen fressen sich durch. Einige sind bereit für die Verpuppung und wandern in Kürze ab. Später Geschlüpfte erledigen auch noch den Rest vom Katzenfutter. Das letzte Larvenstadium sucht sich zur Puppenruhe ein ruhiges Plätzchen. Dunkel muss es sein, deshalb drängen sie auch während der Filmaufnahmen im gleißenden Sonnenlicht unter die Schale. Etwas unheimlich, wie die sich in der Zeitrafferaufnahme hin und her bewegt. Jeder feucht-dunkle Schlupfwinkel ist jetzt recht. Nur für die Filmaufnahmen müssen die Larven zur Verpuppung ans Licht. Also ist ordentlich Bewegung drin. Immerhin, es werden immer mehr Puppen. Im Zeitraffer sieht man hier die verschiedenen Stadien. Links eine Made in der Umwandlungsphase, rechts die fertige Puppe. In den Puppen findet jetzt die unglaubliche Verwandlung zur Fliege statt. Das dauert je nach Temperatur bis zu 4 Wochen. Störungen sind in dieser Situation unerwünscht. Die Puppen brauchen jetzt Ruhe und nochmals Ruhe. Das kleine Wunder lässt nicht mehr auf sich warten. Erste Fliegen müssen geschlüpft sein, denn die Puppenenden sind wie mit dem Skalpell aufgeschnitten. Scheinbar unfertig verlassen die Schmeißfliegen das tonnenförmige Puppenhaus. Es dauert einige Zeit, bis die Flügel völlig aufgepumpt sind. Doch immer noch scheinen die Schlüpflinge benommen. Eine für sie kritische Zeit, denn viele Fressfeinde warten auf solch eine fette Beute. Doch die Masse macht's. Die vielen 100 Nachkommen meines kleinen Experiments gehen bereits nach kurzer Zeit ihrer Vorsehung nach. Der Kreislauf des Lebens hat neu begonnen.
Thank you.